Das ist unser Sohn Louis. Der ist heute 9 Jahre. Und er ist ganz normal aufgewachsen. War immer gut gelaunt, immer fröhlich. Hat gerne gespielt, gerne gesungen, gerne gegessen. Bis zu dem 17. Februar 2015, als er mit einer normalen Erkältung ins Krankenhaus kam und dann im März nach Heidelberg an die Uniklinik und im April mit dem Verdacht auf Morbus Like, ein Gendefekt, nach Hause kam. Die Prognosen dafür waren nicht gut, aber man sieht, wenn man ihn heute sieht, welche Kraft er selber entwickeln kann und was man daraus machen kann, stärkt uns immer jeden Tag mehr, zu sagen, wir bleiben da dran und helfen ihm, dass er sich selbst entwickeln kann und auch entwickeln wird. Sein größter Wunsch außerdem ist, ich will wieder laufen lernen. Und da arbeiten wir dran und dafür setzen wir alle Hoffnung auf diese Reha, wo wir Unterstützung bekommen. Es gibt Hoffnung für Louis auf ein selbstbestimmtes Leben, wo wir auch alles daran setzen würden. Und genau diese Reha ist unser Ziel und unsere Hoffnung, dass das i-Pünktchen könnte sein. Leider unterstützen uns die Krankenkassen bei diesem Projekt nicht und haben alle Maßnahmen abgelehnt. Helft uns und kämpft mit uns, dass wir Louis diese Therapie ermöglichen können. Thorsten Höffler ist ein langjähriger Arbeitskollege von mir. Und wir haben uns mal unterhalten über die Kinder und da hat er gesagt, dass sein Sohn Louis halt anders ist wie normale Kinder von uns. Und ich habe ihm dann mal einen Besuch abgestattet und wie ich den Louis gesehen habe, wurde es mir direkt ganz warm ums Herz. Louis ist ein super feiner, lieber Kerl, hat halt einige Einschränkungen und ich denke, da muss geholfen werden. Bei uns geht es allen so gut und ich wünsche mir, dass dem Louis auch schnell viel besser geht. Kämpft mit uns, kämpft mit Louis.